Hallo und willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Na, dann gehen wir mal in die Höhle des... Keine Ahnung, Höhle des Löwen. Hilfe, wir sind eingesperrt. Hilfe, Hilfe. Was geht, mein Freund? Eine Brücke wird den Pfad vervollständigen, aber diese Substanz versperrt den Weg. Hilfst du uns, sie zu entfernen? Ich glaube, ich habe das geeignete Werkzeug. Oben am Gipfel wirst du den Eingang zur nächsten heiligen Höhle finden. Wie komme ich da jetzt am dümmsten gegen die ran? Ich treffe die halt leider nicht, ne? Die sind halt leider... Weil die alle genau hier unten drunter stehen, die kleinen Miesen. Die sind aber halt auch wie so verläufsche Dackel, gell? Naja, ich krieg's halt nicht hin. Ladehemmung! Warte, ich muss mal mein Mist hier einsammeln. Boah, es verschwindet. Tja, siehst du, da steh nicht so blöd im Weg rum, du Trottel. Komm, Fräulein, komm. Na, war doch diesmal ganz easy, oder? Ich wollte doch gerade sagen, huch, da oben schnüffelgrunzt doch was. Komm ich da jetzt wieder hoch? Nee, hm? Naja, das Gegner ist noch nicht kaputt. Naja, ist auch nicht. So. Wir sind gerettet! Unsere Wohltäterin! Ihr seid frei, meine Freunde! Da ist Mr. Sniffelstück.
Mr. Snifflestick. Wir werden bestimmt dann hier noch höher müssen, weil hier ist ja wie eine Kanne, aber huch. Aber ja, die macht ja noch keine... Die erzählt ja noch nichts. Autsch, autsch, au! Mensch, die blöde Kuh! Lass mich doch mal in Ruhe! Gibt's doch gar nicht, ey. Ach, lass mich doch mal! Wer denn der Scheiß? Ich glaube fast, ich muss hier einfach durchrennen, oder? Hab ich gerade so das Gefühl, weil die kommt doch gerade immer wieder. Jetzt ist dieses Ding gerade abgesackt. Hab schon. Oh, hallo, ich bin gerade erst wieder gespawnt. Das ist doch... Nee, hey! Wow. Naja, das Doofe ist halt wirklich, die Viecher kommen halt immer wieder. Das hätte ich halt gleich mal von Beginn an schon checken müssen. So, da können wir nicht lang, wir müssen wieder hier hoch. Hui! O schlafender von Bergen, vielbeinige Herren versehen und Gipfel, göttlicher Wohltäter, Hüter von Frosch und Fichte, schau mächtig auf deine demütigen Ameisen. O mächtiger Falter, o schlafender von Bergen, vielbeinige Herren versehen und Gipfel, göttlicher Wohltäter. Für manche ist Freiheit so wertvoll, dass sie mit dem Leben bezahlen. O mächtiger Falter, o schlafender von Bergen, vielbeinige Herren versehen und Gipfel. Kann ich bei denen jetzt irgendwas machen, oder?
von Frosch und Fichte. Schau glücklich auf deinen Himmel, wie es arbeitet. Hör auf damit, Mitch! O schlafender von Berge, viel feinde Herren. Da geht's lang. Da hinten ist Mr. Snautzen. Okay, Mr. Snautzen, warte, ich komme. Irgendwie. Und das war jetzt was? Warte mal, hier kommen doch gar nicht lang. Wie soll ich denn da rüberkommen? Das geht doch gar nicht! Ich frage mich, ob es da hinten überhaupt was gibt. Da hinten gibt es auf jeden Fall schon mal. Den Zahn hab ich schon mal gesehen. Aber ich kann doch nicht hier unten drauf. Oder das funktioniert doch nicht. Oder funktioniert das doch? Nee, da kommst du ja gar nicht hoch. Man kommt doch gar nicht bis da rüber. Oder gibt es hier wieder irgendwas, was niemand sieht? Ja, da hinten gibt es was Unsichtbares, ja. Aber ich muss ja erstmal von hier. Nee, halt hier, guck mal, hier. So. So könnte ein Schuh draus werden. Und dann müsste ich jetzt vielleicht versuchen, von hier. Da war auch Schwein gehabt. Hey, das ist. Da, man sieht das aber auch kaum, gell? Ich meine, das ist ja richtig blass. Oh, wenn ich mir das hier hinten noch eine halbe Stunde anhören muss, dann kriege ich eine Macke. Ach, Mann, ey. Manchmal ist das wirklich einfach. Man drückt und es reagiert nicht. Oder muss ich als erstes dahin? Genau, und sie schwebt einfach wieder runter. Ach Mann, ey. Ey, manchmal ist das wirklich ein totaler Krampf. Weil das halt auch wirklich manchmal so knappe Millimeterarbeit ist. Dann kommt es wirklich immer genau drauf an, wann du springst, wann machst du was und. Das ist halt so irgendwie das Nervische, muss ich sagen. Oder komme ich jetzt einfach hier so drauf? Ja, okay, ist doch voll easy. Warum muss man denn immer erst meckern? Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke, dann ist es nicht mehr tief. Verpetz mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr.
Frage ist, kommt man da hinten auf? Ich glaube, ich nicht gedacht, dass man da hinten draufkommt. Kommt man jetzt eigentlich ein bisschen rübergeschwebt? Ich versuch's einfach mal. Kommt man natürlich nicht, gell? Also wird man auf Deutsch gesagt wieder genötigt. Okay, wir machen es einfach so. Manche siehst du halt aber auch wirklich sehr bescheiden, muss ich echt zugeben. Das war wohl dumm, oder? Naja, doch, es klappt gerade so. Wir hätten bestimmt erst da hochgemusst und dann... Ach, siehst du. Nein! Ich hab gedacht, wir schaffen es. Verdammt. Sehr schön, sind wir ganz schön über die Wolken gefächert. Aber ich muss halt wirklich sagen, man merkt halt wirklich bei diesem Game immer wieder, dass man manchmal an unsichtbaren Dingern festhängt, an unsichtbaren Wänden festbackt oder so. Das habe ich ja bis jetzt noch nicht das erste Mal erlebt. Dass ich einfach irgendwo geradeaus laufe, ist es nichts vor mir und sie rennt trotzdem einfach geradeaus dagegen und kommt nicht vorwärts. Oder man drückt halt manchmal irgendwas zum Springen oder irgend so und genau, und sie reagiert halt null. Beobachte, lerne und reagiere. Ich habe nicht gedacht, dass das so weit reichen tut. Scheiße. Komm, wir bis da rüber. Lass mich in Ruhe, du blöde Kuh. Ich darf man bestimmt nicht. Schade, schade, schade. Ich glaube, wir müssen da vielleicht noch was anderes irgendwie... Cool. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine...
du die gesamte Zeit überstehen. Was ist denn die gesamte Zeit? Lass mich doch mal in Ruhe, du Vogel. Ja, was hast du denn davon? Die Frage ist auch, was für eine Zeit, gell? Hier steht noch nicht mal, was für eine Zeit da. Was, das war's schon? Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Das war doch gerade voll easy. Das war's doch, Ach, hier hätte man auch lang gekonnt, sehr schön, hab ich doch gewusst. Warum macht er meinen Finger heute, was er will? Warte mal, genau, wir sind da lang, da von dort sind wir gekommen, also müssen wir doch da lang, ja. Warte mal, wir hatten ja gesagt, wir wollen das, weil wir mindestens noch auf Stufe 3 machen. Da sind wir jetzt mit eigentlich allen drei gut gewappnet. Und genau. Das müsste dann eigentlich so erstmal hinhauen. Ich meine, die D-Kanne, die ist an sich ja ganz cool. Die macht halt auch gut Schaden, vor allem wenn da so 3-4 Leute ankommen und du ballerst einfach mal so instant kurz rein. Das ist schon, jo. Na warte mal, wir machen mal den hier. Die wird uns bestimmt treffen, diese Kacke da. Okay, die trifft uns auch hier. Also hier können wir uns auch nicht direkt da noch verstecken. Also wir müssen springen und müssen dann diesen Teil hinterher rennen. So schnell es geht. Ich hoffe, wir sind hier. Oh Gott sei Dank.
Okay, da haben wir das gemacht. Sehr schön. Bitte, bitte sehr. So, warte, wir müssen darüber. Wow, 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 wow. Nicht so weit, Fräulein. Nicht so weit. Du kleiner Gierschlund. Ups. Ach, hier kriegen wir wieder dieses, ja, ihr wisst schon. Diese komische 2D-Ansicht oder was das sein soll, da womit das so wieder. Ja, aber das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich danke euch auf jeden Fall wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!